Willkommen bei Enigmaskop, Wissen jenseits der Schule. Ist Fliegen gefährlich? Die meisten werden wohl sagen nein, aber der Sache doch nicht ganz über den Weg trauen. Wovor haben die meisten, bewusst oder unbewusst, Schiss? Ich habe festgestellt, dass viele Leute glauben, ein Triebwerksausfall, Motorausfall sei das größte und gefährlichste Risiko. Das stimmt allerdings statistisch gesehen total nicht. Was passiert aber bei einem Triebwerksausfall? In einem Flugzeug kann man sich das ja irgendwie noch vorstellen. Alle Triebwerke weg, dann hat es noch Flügel und dann wird das Flugzeug zu einem Segelflugzeug. Aber was passiert im Hubschrauber? Der hat offensichtlich Rotoren, aber keine Flügel. Fällt er dann wie ein Stein trudelnd vom Himmel, wie das, was ihr da hinter mir seht? Oder was passiert? Heute in diesem Video schauen wir uns an, wie das funktioniert, was passiert. Wir lernen, was eine Autorotation ist, wie Piloten das üben und wie man so einen vermeintlichen Absturz überlebt. Für unser kleines fliegerisches Abenteuer setzen wir uns in R22 und R44 Hubschrauber und probieren so einiges aus. R22, R44, das sind die heute üblichsten Maschinen für Hubschrauber-Training. Hubschrauberfliegen und Aerodynamik, könnt ihr ja vermuten, ist eine komplexe Geschichte. Da gehen wir heute nicht in Details rein, sondern konzentrieren uns auf, was passiert beim Motorausfall und was ist eine sogenannte Autorotation. Diese etwas rätselhafte Autorotation kennen wir auch aus der Natur. Wenn Ahornsamen zu Boden fallen, dann drehen sie im eigenen Luftstrom und diese Drehung erzeugt Auftrieb und so fallen die Samen relativ langsam gleitend zu Boden. Genau das ist, was wir mit dem Hubschrauber bei der Autorotation machen und das probieren wir natürlich ganz einfach aus. Steigen jetzt in R22 und fliegen das mal durch. Und schon sind wir mittendrin. Wir drehen den Motor runter auf Leerlauf. Beim Hubschrauber passiert etwas ziemlich Seltsames, das könnt ihr jetzt auch hören. Da geht nämlich eine Kupplung auf, der Motor wird komplett vom Antriebsstrang abgehängt und treibt damit auch den Rotor überhaupt nicht mehr an. Damit das gelingt, muss der Pilot das sogenannte Kollektiv, die kollektive Blattverstellung runterdrücken. Damit wird der Luftstrom am Rotor umgedreht. Das heißt, der Rotor treibt nun nicht mehr die Luft, sondern die Luft treibt den Rotor. Wir sind also in dieser Ahornsamen-Situation. Es geht jetzt mächtig schnell runter. Man kann das links am Variometer sehen. 2000 Fuß pro Minute, also etwa 10 Meter pro Sekunde geht es runter. Aber völlig ohne Motor. Ziemlich steil, wir versuchen die Piste da unten links zu erreichen. Würden wir jetzt weiter so fliegen mit dieser Sinkrate, würde es mächtig knallen, das würde man wahrscheinlich nicht überleben. Wir werden das am Schluss das abfangen, zusätzlich wieder Energie reinbringen und dann die Maschine wunderschön über der Landebahn wieder ins Schweben bringen. Wie das im Detail nachher funktioniert, sehen wir uns gleich an. Ein ganz kleines bisschen Physik. Damit ein Hubschrauber nicht wie ein Stein vom Himmel fällt, braucht es eine Energiezufuhr. Die Energie kommt im Normalfall aus dem Treibstoff, also chemische Energie. Fällt der Motor aus, bleiben noch drei weitere Energiequellen übrig, nämlich die Höhe, das ist potenzielle Energie, die Geschwindigkeit und der Rotor, die Drehung des Rotors, das zusammen ist dann kinetische Energie. In der Autorotation nutzen wir überwiegend die Energie, die in der Höhe steckt und erst in den letzten Sekunden wird dann noch die Energie der Geschwindigkeit und des Rotors aufgebraucht. Wie das genau geht, schauen wir uns jetzt nochmals in einem Autorotationsübungsflug, der ein bisschen anders gestrickt ist, an. Und weiter geht's mit einer etwas spezielleren Autorotationsübung. Wir leiten die wieder normal ein, Motor raus. Ihr seht dann die Sinkrate, die im Moment bei 0 ist. Die steigt dann stark an, bis wir wieder runtergehen. Jetzt nehmen wir aber die Vorwärtsgeschwindigkeit zurück. Das seht ihr am Geschwindigkeitsmesser. Jetzt geht's eigentlich senkrecht runter, wie am Fallschirm. Hier kommt noch die Drehzahlwarnung des Rotors. Die Rotordrehzahl muss unbedingt aufrechterhalten werden, sonst bricht der ganze Auftrieb praktisch tödlich zusammen. Das ist ziemlich gefährlich, muss man aufpassen. Für die Profis unter euch, das ist eine Autorotationsübung im Rahmen eines speziellen Sicherheitstrainings. Deshalb ist das ziemlich unorthodox. Also liebe Kinder, tut das nicht zu Hause ausprobieren. Wir geben jetzt wieder vorwärts Gas. Wir könnten nämlich ohne Vorwärtsgeschwindigkeit eben nicht landen, weil wir dann keinerlei Reserven mehr haben, um die Sinkrate wieder abzufedern. Wir holen jetzt Geschwindigkeit auf, damit wir diese 3 Sekunden kriegen, zielen jetzt den Landeplatz ab und jetzt tauschen wir wieder Geschwindigkeit gegen Auftrieb
ein. Ihr seht jetzt, die Senkrate wird jetzt wieder abgebaut und wir schweben. Die letzte Sekunde geht dann noch mit dem Motor hier. Gefällt euch diese Art von Videos, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr helft uns damit, den Kanal weiter auszubauen und weitere Videos zu machen. Aber nochmals zurück zur Energiegeschichte. Wir haben also 4 Energiereserven beim Hubschrauber. Ich habe ein bisschen gerechnet. Wir sehen, beim R22 gibt ein Liter Benzin 150 Sekunden Flugzeit. 300 Meter Flughöhe entspricht 22 Sekunden Flugzeit. Wir können 110 Stundenkilometer in 3 Sekunden Flugzeit umwandeln und im Rotor steckt eine ganze Sekunde Flugzeit drin. Wie das ausschaut, diese Sekunde, das schauen wir uns jetzt in einer weiteren Übung an. Und was wir hier tun ist folgendes: Wir schweben jetzt etwa einen Meter über dem Boden, nehmen den Motor raus und nutzen jetzt die Energie im Rotor, um den ganzen Aufprall zu dämpfen. Und das ist genau, wo die letzte Sekunde Flugenergie herkommt, in einem echten Notfall, in einer echten Autorotation. Und eine solche Landung schauen wir uns jetzt an. Und da sind wir nun mitten im Grande Finale. Was wir hier fliegen, ist eine sogenannte Full Touchdown Autorotation. Wir haben die Autorotation normal eingeleitet, Motor weg, wir schweben jetzt rein. Der Unterschied zu den Manövern vorher ist, dass wir jetzt den Motor nicht mehr reinbringen. Wir werden also auch die letzte Sekunde ohne Motor fliegen. Wir nutzen also für die letzte Sekunde eben diese eine Sekunde, die noch im Rotor drin steckt. Das Manöver wird relativ selten geflogen, weil es extrem heikel ist. Wenn der Hubschrauber dann nicht genau richtig aufsetzt, kann es den überstellen. Das ist ein ziemlich raues Manöver. Schauen wir mal zu, wie das geht. Und das war's, ohne Motorhilfe, komplett Autorotation, nur mit Energie in der Höhe, in der Geschwindigkeit und im Rotor. Und was habe ich euch am Anfang des Videos hier gezeigt? Das war keine Autorotation, sondern eine sogenannte Vortex Ring State Recovery Übung. Dabei lässt der Pilot die Maschine in ihren eigenen Abwind nach unten fallen. Die Kiste fällt dann praktisch trudelnd wie ein Stein vom Himmel. Tut man dann nichts, dann überlebt man das in der Regel auch nicht. Selbstverständlich gibt es aber Tricks, wie man da rauskommt. Darüber sprechen wir aber ein andermal. Hat euch dieses Video gefallen? Thumbs up! Abonniert den Kanal, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis bald wieder.